So, das ist ganz lustig. Ich mache mal einen Level und dann schicke ich das zu YouTube hoch und weiter geht's. Das ist ein ganz lustiges Prinzip. So, und ich muss dir echt sagen, also das ist jetzt hier kein technisches Meisterwerk und hat wahrscheinlich auch nicht die Deepness eines echten Dungeon Masters, aber für 10 Euro habe ich gerade eine Menge Spaß. Passt schon. Und runter. Okay, please wait. Genau, ich habe immer noch meine 5 vollen Leben. Ich habe immer noch. Ah, das ist lustig. Was ist denn da hinten? Oh. Ich probiere mal spaßeshalber, ob man wirklich auf zurückgehen kann. Ja, funktioniert, okay. Und hier gäbe es zum Beispiel immer noch den nicht verbrauchten Lebensdrink. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, was ist denn mit ihm los? Offensichtlich haben die Skelettkrieger sich regeneriert. Ah, okay. Jetzt haben wir mal ausprobiert, wie das ist, ein Leben zu verlieren durch einen Skelettkrieger. Muss man sich aber auch anstrengen, um von denen getroffen zu werden. Siehst du? Und jetzt wirkt auch der Trank, so wie ich erwartet habe. Es ist aber tatsächlich ein bisschen schade, dass ja, dass das zumindest bisher, dass man nicht so ein bisschen Skills aufleveln kann und sowas. Ich finde das schon ganz nett. Also am Ende bleibt dann ja wirklich nur ein Puzzle-Game übrig. Da ist wieder der Altar zum Speichern. Attention. Ich weiß immer nicht, ob die Texte nur lustig sein sollen oder mir irgendwas Spezielles sagen sollen. Speichern wir mal ab. So, und da wir, und das ist auch sehr oldschoolig, offensichtlich wirklich nur 3 Safe Spots haben. Überschreibe ich einfach den ersten. So, wir sind ja ganz gut durchgekommen. Irgendwie tropft es hier durch die Decke. Anyway. Okay, hier brauchen wir wieder einen goldenen Schlüssel. Also geht's rechts lang. Wie gesagt, ich gucke immer so ein bisschen nach verborgenen Türen und so. Und bild mir ein, hier vor uns ist sogar eine jetzt direkt. Genau. Gucken wir uns gleich an. Hier ist merkwürdigerweise direkt der Schlüssel. Ist ja ein bisschen einfach, ne? Ah, fick dich. Jedes Mal, wenn die Knarzen durch die Decke brechen, erschrecke ich mich. Okay, aber zum Glück sind die echt nie wirklich gefährlich. Ich weiß auch nicht, wozu die Fässer hier stehen, wenn man die einfach nur zerschlägt, ohne dass das was bringt. Okay, eine Geisterratte. Ja, je. Ich mach mal, wie in jedem anständigen Labyrinth, die rechte Handregel. Das heißt. Okay. Das war nicht so gut. Ah, okay. Das schnalle ich erst jetzt tatsächlich. Kostet mich aber schon einfach nur einen Schlag von dem Typen. Ein komplettes Leben. Das bedeutet, ich sollte mich nicht treffen lassen. So, hier war eine rote Ampulle. Aber auch ziemlich fies, ne? Also da, dadurch, dass ich das Fass eben nicht zerstört hatte, hatte ich den Rück- und damit Fluchtweg vor dem mir versperrt und dann wird es auch schnell eng. Na, gut zu wissen.
Okay, hier ist irgendwie nichts Spannendes mehr. Außer wieder ein Schädel. I feel it's eating me. Oh Gott, it's pain. Meine Güte, was willst du mir sagen? Oh, man kann ihn sogar mit den Sticks drehen. Eingesteckt. So, ich habe immer ein bisschen Schiss, in das Licht reinzugehen. Moment. Eieiei. Ah, kein Geist. Okay. Sieht hier irgendjemand noch einen geheimen Gang? Ich nicht. Gut, übrigens, ich zeichne das auf, weil ich den Weg vergessen. Weil ich das tatsächlich irgendwie nett finde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt hier nicht alleine bin, sondern imaginäre Zuschauer mitmachen. Und ja, das fühlt sich irgendwie ein bisschen besser an. Wenn man durch einen leeren Dungeon geht, weil tatsächlich außer den Skelettkriegern ist ja auch noch nicht sehr viel los gewesen. Ne? In dem Original Dungeon Master war man ja mit einer Vierer-Party unterwegs und also man hatte vier Leute, die man hier durch so einen Korridor steuerte. Do not enter, danger. Ach, komm schon, Leute. Und es ist zwar nur sozusagen irgendwie auf dem Bildschirm dargestellt, aber man fühlte sich schon irgendwie als Gruppe, weil man dann auch zugesehen hat, dass man sich ein bisschen spezialisierte. Man nahm sich einen Magier mit, einen Heiler, und dann noch zwei Krieger. Und ich bin ja halt ganz alleine jetzt in dem Dungeon. Aber irgendwie hat jemand gesagt, das wäre gefährlich. Und ich werde das Gefühl nicht los, ich sollte nicht durch grünen Rauch stapfen. Aber hab ja eigentlich auch gar keine Wahl, ne? Ne? Ich muss da durch. So. Hier ist eine Schutthalde. Und hier ist auch eine Schutthalde. Aber ich höre auch kratzende Geräusche so in Richtung der Schutthalde. Ist ja schräg. Da ist eine Kristalltür. Oh Gott, ein Klippergeist. Was ist denn mit dem los? Oh, Kinder. Ich laufe dir mal hinterher. Die sind ja lustig. Offensichtlich muss ich was auch immer tun. Seh mal zu, Clipper Johnny. Ich gehe mal ganz stark davon aus, die dürfen mich nicht berühren. Okay. Da ist wieder eine Kristallfigur. Oh Gott, ich dachte, der kommt hier rein. Jetzt muss ich aber mal gucken. Eieiei. Das habe ich ja verkackt. Ist eine Schiebefalltür. Ja, mach mal eine. Okay, im ersten Anlauf verstehe ich nicht, wie man da hinkommen könnte. Muss ich aber auch nicht. Wir gehen einfach mal weiter, ne? Da ist der grüne Kristall, den muss ich haben. Schon wieder so ein Clipper Johnny. Fuck. Gehen wir ihm doch einfach hinterher. Okay, der verschwindet. Hier ist eine Geheimtür. Oh,
schön helles Licht hier. Duncan has gone missing. Tom also. Stuff go missing every day. The leadership won't talk about it. When can we go back above? When I go home. Scheiße, irgendwie macht mich das Geplatsche von dem super nervös. I'm sick, I'm dying, please help. Kristallkopf eingesammelt und Gepfeife von hinten. I hate. Oh Gott. Ich meine, die sehen jetzt echt nicht gefährlich aus, aber Berührung, insta-dead. You know. Ist die Frage, lasse ich den vorgehen? Eher sowas hier, oder gehe ich lieber in die sichere Ecke? Ich mach mal das. Okay. Die scheinen auch einfach ihre festen Bahnen zu laufen und sich gar nicht um Leute zu kümmern. Okay. Und wenn man erstmal... Nein! Wieder. Ich wollte gerade sagen, wenn man erstmal die Aufgabe gelöst hat, dann... Und noch so ein. Ich bin... ein bisschen verwirrt. Ich würde jetzt gerne nochmal... gucken, ob den Schädel, den ich eben eingesammelt habe... Okay, macht mal ein bisschen zu, Jungs. Okay, man muss ein bisschen auf die Lücke zwischen den Geistern achten. Das war nicht so gut. Oh, Scheiße. Oh, gosh. Okay, ich verzichte mal auf weitere Experimente und gehe einfach mit meinem Kristallschlüssel, weil zu dem hier würde ich noch gerne hin. Wie komme ich zu der Figur? Man musste sich bei Dungeon Master zum Beispiel, oder musste es gut, konnte sich auch Karten zeichnen, wenn man ein Matheheft hatte, hat man sich einfach auf die Kästchen gezeichnet, wie es weitergeht. Aber tatsächlich in VR, mit der Brille auf, da kannst du ja schlecht auf Papier malen, ne? Oder nicht so gut auf jeden Fall. Und das bedeutet... Ich habe keine Ahnung, wie ich mir hier einen Überblick verschaffen könnte, außer es im Kopf zu merken, und da bin ich offensichtlich nicht so der Typ für. So, die beiden Typen sind nämlich zu dicht zusammen und zwischen denen habe ich eben geklemmt. Das war blöd. Naja. Bin ja von da durch die offene Luke gekommen. Dann würde ich jetzt mal mein Glück versuchen, indem ich ihn hier verfolge. Ich hoffe, ich baue gerade nicht schon wieder Scheiße, weil so viel Leben habe ich jetzt gar nicht mehr. Oh, da ist noch eine Wand. Alles klar, dann habe ich jetzt aber eine Idee, wie ich an die Statue komme. Ich muss nur es schaffen. Die Brücke da auszulösen. Na gut, gehen wir erstmal nach hier und schauen, was dieser freundliche Raum für uns bereithält. Oh Gott. Also, wie gesagt, ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut. Allerdings sieht er zum Glück nicht so gruselig aus und scheinbar tut er mir auch nichts. Das hilft schon mal zu wissen. Oh Gott. Hey, Jemine. Okay. Na gut. Offensichtlich muss ich mehrere grüne Kristalle aufsammeln. Geh mal vorsichtig hier lang, damit nicht wieder ein Schleimmonster plötzlich vor mir steht. Okay. Was ist denn? Die Tür hat sich geschlossen.
Aber das sind zwei Hebel. Nee, an jeder Ecke. Oh Gott. Passiert nichts. Passiert nichts. Ach, das ist wohl so eine Art. Hebelrätsel? Oder auch nicht. Ich habe einfach alle gedrückt und jetzt geht die nächste Tür auf. Na gut. Und wieder zu hinter mir. Eieieiei. Ich höre irgendwie schon wieder so schlurfige Geräusche. Kann aber auch mittlerweile Einbildung sein. Und eine grüne Dusche. Ja, okay. Wir sind bis zum grünen Stein gekommen und können dann dementsprechend durch diese grüne Tür. Keiner da? Keiner da? Ich frage mich, was dieser komische Geist immer von mir will. Ach, da ist er ja wieder. Ich kriege jedes Mal trotzdem echt, mir läuft jedes Mal buchstäblich ein Schauer über den Rücken. Was ist denn hier los? War da eben noch Licht? Ist das ein Bug oder soll der einfach nur Angst bekommen? Okay. Irgendwie ist es jetzt hier ganz schön dunkel. Ich bewege mich nicht mehr. Genau, hier ist noch Licht. Und hier nicht. Ach komm, Kinder, was können wir denn jetzt noch Angst machen? Alles. Genau. Gruselige Geräusche können wir jetzt noch Angst machen. Meine Fresse. Irgendwie durch die Grünoptik sieht es ein bisschen aus wie, als hätte ich ein Nachtsichtgerät auf. Okay. Oh Gott. Dankeschön. Und hier bin ich. The crystal blade, its power can be charged, channeled and directed. Use it. Turn the poison in this place against your enemies and slow she advanced. Okay, offensichtlich kann ich hier das Schwert updaten. Warum nicht? Und hier ist ein Save Point. Ich muss jetzt ehrlich mal nachdenken, ob ich jetzt zurückgehe. Weil da ist ja definitiv... Ich mach das mal. Ich leg mal einen zweiten Save Point an. Da war ja definitiv noch ein paar Gänge offen und ich gehe mal davon aus, das bedeutet, ich kann jetzt diese Geister hier killen oder so. Ich weiß nicht, ich habe zum Glück die Musik ein bisschen leise gemacht. Hört ihr das? Da ist auch immer wie so ein Herzschlag oder so in der Mucke. Meine Güte. Und aus irgendeinem Grund macht mich das tatsächlich fertig. So. Also. Wir sind wieder zurück. Unter der grünen Dusche. Den Raum hatten wir eigentlich schon da. Brauche ich nicht nochmal. Sondern. Oh Gott. Okay, also. Was ich gelernt habe, ja doch, man kann einfach hier über den Rand plumpsen und ist dann auch tot. Das ist übrigens echt kein gutes Zeichen. In den guten alten Zeiten. Den kann ich immer noch nichts tun. Ich habe jetzt auch tatsächlich so ein bisschen den Überblick verloren.
Achso, ja, genau. Da ist der Kristallhoshi, den ich eigentlich erwischen wollte. Hier muss ich noch irgendeinen Hebel finden. Das weiß ich natürlich auch nicht, ob die Konstruktion nicht eher so gedacht ist. War hier nicht irgendwie diese geheime Tür? An dem Johannes komme ich sonst nämlich ehrlich gesagt gar nicht vorbei. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, ich schleiche mich mal hier schnell an den vorbei. Zurück zum Ausgang. Dann ist es halt Schicksal. Ich habe jetzt auch nicht den irren Ehrgeiz, alle Kristallstatuen kennenzulernen. Ich glaube nämlich auch ganz fest, dass die Belohnung gar nicht so special ist, wie die hier tun. Allerdings habe ich jetzt ein bisschen die Orientierung verloren. Naja, genau, hier waren wir. Es wurde dunkel. Hier wieder hell. Ich habe das Schwert aufgeladen, gespeichert. Und dann würde ich sagen, ich weiß jetzt leider nicht, wie lange ich schon gespielt habe. Seit dem letzten Mal. Ich mache hier mal wieder ein Save, also ein Video-Save. Klar, Moment.